Es gibt Neuigkeiten von der Databook Vivid Card. Wir wissen, es werden immer mal wieder einzelne Sets veröffentlicht und jetzt haben wir ein Wano Kuni Set bekommen, Freunde. Und das ist umso interessanter, weil es das aktuelle Geschehen ist. Da gibt es einige interessante Informationen. Die letzten Tage gab es einige Fehlübersetzungen, doch heute habe ich eine seriöse Übersetzung für euch von Library of Ohara Arthur. Der hat eigentlich nie wirklich große Fehler gemacht. Deshalb denke ich, kann man ihm hier an der Stelle natürlich vertrauen. Deshalb werde ich euch die wichtigsten Sachen hier zusammen. Zudem gibt es noch eine Information zum Anime, die auch sehr interessant sein könnte für viele von euch, Freunde. Zudem am Ende werden wir noch auf eine sehr krasse Sache eingehen. Und zwar gab es weltweit eine Abstimmung zu den beliebtesten One Piece Charakteren. Und ich werde euch heute mal einblenden, wie es in den einzelnen Regionen ausgesehen hat. Ich denke mal, das könnte für den einen oder anderen sehr interessant werden. Falls ihr nichts mehr zu One Piece verpassen wollt, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal für mehr One Piece Content. Zu Beginn bekommen wir das Alter von Otoko, welche 6 Jahre alt ist. Und zwar gibt es dann noch das Alter von Shimotsuki Yasui. Dieser ist 71 Jahre alt gewesen und Okiku ist 22 Jahre alt und ist vor 42 Jahren geboren. Wir wissen ja, sie wurde 20 Jahre in die Zukunft geschickt. Wir wissen ja alle, Oda hat es nicht so gut mit den Größen. Deshalb haben wir hier nochmal die Größen von Yasui, Otoko und Otama bekommen. Yasui ist 1,55 Meter. Otama ist 1,08 Meter und Otoko ist 89 cm. Das Ganze hat die Arthur nochmal im Vergleich mit Okiku gestellt, doch die Information über ihre Größe war schon bekannt. Sie ist nämlich 2,87 Meter. Wir sind hier jetzt zwar nicht in Food Wars oder so, doch Oda sagt uns immer mal wieder gerne, was das Lieblingsessen von einigen Charakteren ist. Und zwar hat er bei Otama gesagt, dass ihr Lieblingsessen Oshiruku und Äpfel sind. Bei Yasui ist es anscheinend Reis. Otokus Lieblingsessen ist das Soba-Nudelgericht, welches Sanji gekocht hat. Jinbeis Lieblingsessen hat einen etwas komischen Namen und zwar Parfait. Doch ich denke, die ein oder anderen von euch können mit dem Bild, was hier angezeigt wird, was anfangen. Ich sehe ganz oben Müsli, Erdbeeren und irgendeinen Joghurt. Ganz ehrlich, bei Jinbei habe ich auch nichts anderes erwartet. Stellt euch mal vor, sein Lieblingsessen wäre irgendeine Fischsorte oder so, Freunde, das wäre schon witzig. Ihr kennt mich ja, Freunde, ich mag natürlich diese Blutgruppenthematik sehr, deshalb haben wir hier nochmal die Blutgruppen der einzelnen Charakter. Okiku hat die Blutgruppe XF, Otama, Yasui und Toko haben alle die Blutgruppe F. Auch ihre Geburtstage wurden geleakt. Otama hat am 3. März Geburtstag, Okiku hat am 9. September Geburtstag, Yasui am 2. April und Otoko am 5. Oktober. Das Lustige hierbei ist, dass Okikus Geburtstag eine Referenz an einen Feiertag in Japan ist, welcher ebenfalls was mit Kiku zu tun hat. Wir wissen, Oda bringt oft mal Charakter ein in diesen Vivid Cards, die vielleicht nur im Hintergrund waren. Wir bekommen zum Beispiel Oide, diese war auf der Insel Sphinx, wo halt Marco diese Sphinx geheilt hat. Leute, diese große Katze und das Mädchen heißt einfach Oide und sie ist anscheinend auf dieser Insel geboren und hat einen guten Draht zu Marco. Tsugaru Umi. Diese alte Frau war die Lehrerin von Robin, als sie versucht hat, zu einer Geisha zu werden. Machen wir weiter mit Giro Shintaro. Diese Person haben wir gesehen, als er Zoro das Messer geben wollte, um Seppuku zu begehen. Toyama Tsuchigiro ist dieser Magistrat gewesen, der von Zoro mit einem Seppuku-Messer komplett zerstört wurde. Da hatte er sich noch gefreut, dass er das Shusui in der Hand hat, doch Zoro hat kurz einen Prozess gemacht. Mazui ist anscheinend ein Scharfschütze in der besten Piratenbande gewesen, der auf Kuri versucht hat, Ruffy zu erschießen. Haru Dako ist der Oktopus, der kurz bevor wir Wano Kuni erreicht haben, diesen Sound von sich gegeben hat. Wir bekommen eine ganze Piratenbande eingeführt, sie heißen Eraser Pirates und haben es damals auch auf die Himmelsinseln hochgeschafft. Chopper hat ihr zerstörtes Schiff damals gefunden, bevor sie auf Viper getroffen sind. Tate ist eine Frau, die damals bei Whitebeard auf dem Schiff war, um ihn zu versorgen mit Medizin.
Oda hat hier auch zwei Tiere und ihre Spezies bestätigt, Freunde. Und zwar haben wir zum einen den Yumegoi Dream Koi. Ihr erinnert euch daran, dass diese großen Fische halt dazu verholfen haben, hoch auf Wano Kuni zu kommen. Das sind Koi-Fische, die sind sehr selten. Wir haben auch das Shusui, welches auch der Name eines seltenen Koi-Fisches ist, Freunde. Ich hoffe mal, es wird eine Bedeutung haben, weil einfach so wird sowas natürlich nicht bestätigt, weil das Shusui ist wichtig. Ryuma hat damals einen Drachen mit dem Shusui geköpft. Wir haben hier Kaido, er hat eine Fisch-Fisch-Frucht-Typ, Wasserdrache, also irgendwie könnte man dahingehend noch was erwarten. Zum anderen haben wir dann noch den Madsaurus, diesen haben wir gesehen, als zum Beispiel Hawkins, Ruffy und Zoro angegriffen hat. Anscheinend soll die Bestienpiratenbande diese Tiere aus einem entfernten Ort her importiert haben. Nun kommen wir zu den Informationen zu der Strohpiratenbande und ein paar generellen Informationen, und zwar soll wohl laut Frank Sketch Onigashima eigentlich den Namen Ryugashima tragen sollen oder sogar Dragon Island. Nami hat dank ihrer Kindheit einige Erfahrungen als Kunoichi und deshalb konnte sie im Wano Kuni so gut ihre Feinde infiltrieren und ihre Standorte herausfinden. Namis Blitzattacken sollen wohl mit Zeus stärker denn je gewesen sein, was natürlich kein Wunder ist. Erinnert ihr euch noch daran, als Lysop mit Schildkrötenöl die ganzen Leute in Wano Kuni reingelegt hat, dass dieses Öl anscheinend jede Wunde heilen kann? Man hat sich ja gedacht, woher kommt das Blut, Freunde? Es war anscheinend ganz normaler Blutkleber, also hat sich Lysop nicht wirklich verletzt. Wir wussten das eigentlich schon alle, aber dass es wirklich Blutkleber war, wussten wir nicht, deshalb nochmal sehr interessant an der Stelle. Lysops Name auf Wano Kuni, Usohachi, ist anscheinend eine Referenz an eine Person, die wirklich sehr gut reden konnte und damit sozusagen Bauern reingelegt hat. Nun kommen wir zu Zorro, Freunde. Der Grund dafür, warum er in seiner letzten Weevil Card nicht als Königshaki-Nutzer bestätigt wurde, ist, dass diese Weevil Cards, bevor One Piece Kapitel 1010 erschienen ist, hergestellt worden sind. Und Leute, wir wissen halt einfach, man darf Sachen, die später vorkommen und relevant sind, nicht in Weevil Cards spoilern. Generell in Databooks darf man sowas nicht spoilern. Deshalb hat man damals zum Beispiel auch bei Sabos Tod gesagt, Sabo ist tot. Also Oda hatte es damals in Databook Green auch bestätigen lassen und im Endeffekt war er dennoch am Leben. Also haben wir hiermit in gewisser Weise bestätigt, dass Zoro König Saki hat. Es ging eine Fake-Information durch, und zwar, dass das Enma kein Haki von Kozuki Oden rauslässt, sondern nur das Haki von Zoro. Diese Information war falsch. Es wurde lediglich gesagt, dass das Enma Haki von seinem Nutzer sozusagen absorbiert einzieht, das wussten wir eigentlich schon alle. Noch eine falsche Information war, dass Sanji mit seinem Raid Suit jeden der Flying Six besiegen kann. Denn es wurde lediglich gesagt, dass Sanjis Raid Suit eine bestimmte Fähigkeit hat, Freunde. Ich denke mal, euch allen sollte aufgefallen sein, dass an seinen Schuhen sowas wie Booster sind. Dadurch wird er deutlich schneller im Kampf. Dies wurde erwähnt, mehr auch nicht. Zudem haben wir noch ein paar Skizzen von den Strohhüten, bevor wir halt Wano Kuni erreicht haben. Die könnt ihr euch, wie gesagt, selbst anschauen. Der Link dazu unten in der Beschreibung. Jetzt kommen Informationen zu Jinbei, Freunde. Er wird von vielen der 10. Strohhut genannt. Hier wird nochmal klargestellt, er ist der 10. Strohhut, aber Ruffy hat ihn sozusagen als 9. Mitglied reingeholt, weil er ist ja der Kapitän, Freunde. Und Jinbei kam halt als 9., wenn man Ruffys Reise sozusagen als eines vergleicht. Aber er wird als der 10. Strohhut angesehen. Seine Schlafenszeiten sind von 3 Uhr morgens bis 9 Uhr morgens, Freunde. Obwohl Jinbei eines der neueren Strohhüte ist, besitzt er sehr viel Erfahrung, weil er halt schon viele andere Sachen gemacht hat. Hier wird halt gesagt, dass Jinbei sehr viel Erfahrung hat, so wie als wäre er ein erwachsener Kämpfer, also wirklich jemand sehr Erfahrenes. Als sozusagen altes Eisen hat hier Jinbei auch Who is Who aufgehalten, damit Ruffy sozusagen sein Ding erledigen kann. Also Jinbei will natürlich der neuen Generation ihre Chance lassen. Die Teufelsfrucht von Otama wurde bestätigt. Sie hat die Kibidango-Frucht, zudem kann sie damit halt die Smile-Teufelsrundnutzer benutzen, wenn sie eins ihrer Kibidangos essen. Hier wird ein Fehler klargestellt. Und zwar damals hatte Tama zu Ace gesagt, dass sie 5 Jahre alt ist. Jetzt aktuell ist sie aber 8 Jahre alt. Und man hat einfach nicht verstanden, wie kann es sein, dass Ace vor 4 Jahren hier war und jetzt auf einmal Tama 8 ist und nicht 9. Damals hat sie wohl einfach Ace angelogen. Sie war damals 4 Jahre alt, aber wollte etwas älter wirken.
wirken. Und ja, Freunde, jetzt würde es auch erklären, warum sie 8 Jahre alt ist, weil 4 Jahre sind vergangen, 4 plus 4 ist 8, also ergibt das Ganze Sinn. Sie wird hier als natürlicher Feind der Bestienpiratenbande betitelt. Zu was für einem Geschlecht Okiku gehört, wird hier auch irgendwie erwähnt, Freunde. Es ist auf jeden Fall ein sehr langer Text, aber man kann sagen, sie ist eine Transe. Ihr könnt euch auf jeden Fall diesen langen Text, wenn ihr wollt, selbst durchlesen. Also ich hatte da auf jeden Fall nicht die Kraft dazu. Bei Yasui wird es aber umso interessanter, Freunde. Anscheinend war Otoko nicht seine wahre Tochter. Also sie sind nicht wirklich verwandt gewesen. Yasui hat sie einfach nur adoptiert. Zudem hat Yasui anscheinend keine Smile-Teufelsrucke gegessen, sondern lacht einfach so, damit die Menschen um ihn herum gute Laune haben, weil sie natürlich Smile-Teufelsfrüchte gegessen haben und dadurch irgendwie ihr Lachen echter wirkt. Also auf jeden Fall krasser Ehrenmann. Neuigkeiten zum One Piece Anime gibt es auch. Aktuell sind wir kurz davor, den Kozuki Oden Flashback zu beenden. Dieser hat auch den Manga-Lesern gefallen, Freunde. Davor war es ja immer so, ey, das Pacing gefällt mir gar nicht, zu viel Filler-Content. Nein, Freunde, aktuell macht der Anime das echt gut und anscheinend soll der Anime es sogar jetzt noch viel besser machen und Onigashima und der Krieg darauf soll das Bestmögliche sein, was One Piece bisher in einem Arc präsentiert hat. Deshalb, wie gesagt, schaut einfach jede Woche sonntags beim Anime vorbei. Es ist auf jeden Fall was, was sich lohnt. Zum Schluss gibt es jetzt die weltweite Abstimmung, die es gegeben hat, Freunde. Ich blende sie euch ein. Schaut einfach mal vorbei und schreibt in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Glaubt ihr denn, die Plätze sind alle gerechtfertigt oder könnt ihr einige Plätze gar nicht verstehen? Ich war echt überrascht, wie viele verschiedene Meinungen es gibt, wenn man von Region zu Region geht, Freunde. Ansonsten bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal Kozuki One Piece.